So, heute darf mal ein bisschen vor sich hingefrevelt werden. Ich muss mal was ausprobieren und zu diesem Zwecke fliege ich mal eben einfach nur los. Völlig zusammenhanglos fliege ich sozusagen. Heute auch ohne Visagenkamera, weil das ist wie gesagt kein normales Flugvideo, sondern ein Testvideo. Die Überschrift wird sagen, Joystick statt Yoke, großes Fragezeichen, und das finde ich gerade für mich selber raus. So, hoch sind wir schon mal. Ja, warum? Ich bin mit dem SciTech Yoke nicht mehr so wirklich zufrieden. Hauptsächlich, weil der Pitch in der Mitte, also hier, ne? Pitch ist rauf runter. Ich habe mal so diverse Videos mir angeguckt, was kann man denn für ein Exemplar erwerben, das denn besser ist als der, ohne dass ich dabei arm werde. Ich meine, Force Feedback Yoke ist natürlich immer noch der Kracher, aber da ist man dann noch mit, also unter 1,4 ist da eigentlich nichts zu wollen. Und 1.400 Euro für einen Yoke, also da komme ich doch schwer ins Grübeln. Naja, jedenfalls habe ich diverse Videos angeguckt. Die einzige bezahlbare Alternative für den SciTech wäre eigentlich der CH Products Eclipse. Das ist der große Bruder vom normalen CH Products. Das ist der hier vorne, der hier oben so drei Quadrathebelchen hat. Der Eclipse hat ja noch so die sieht aus wie eine Scheibenwippe am Lenkrad. Das soll dann praktisch für einen Rudder-Ersatz sein. Man kriegt also praktisch Yoke mit Rudder drin, aber das ist natürlich für die Simulation blöd, ne? Wenn man. Naja, wie dem auch sei, der soll jedenfalls besser sein vom Ansprechverhalten, gerade beim Pitch, als der SciTech. Jetzt habe ich auch diverse andere mal umgeguckt und dann war da einer dabei, der flog jetzt seit, ich weiß nicht was, der war jetzt irgendwie jenseits der 50 und flog seit der 16 ist irgendwelche Flugzeuge. Und er sagte, das Problem hat sich ihm auch gestellt. Und der flog mit Maus. Er sagte, er hat alles ausprobiert. Und letztlich, die Maus sagt zwar sehr oldschool, aber er sagt, Maus ist spottbillig, super präzise, geht niemals kaputt, braucht man nicht zu kalibrieren. Auch eine Idee. Ist aber nichts für mich, ehrlich gesagt. Ich fliege manchmal mit Maus, wenn ich muss, nämlich wenn ich zu faul bin, hier an meine Daddelstation zu gehen. Dann fliege ich halt mit der Maus am PC, geht auch, ist aber nicht das, was ich suche. Aber, er sagte auch, ein ordentlicher Joystick tut's doch im Grunde auch. So, und jetzt habe ich hier meinen Logitech Joystick ausgebuddelt, ne? Hier kann man sehen, hier sieht wahrscheinlich nicht viel. Ich habe die Rudder weiterhin angeschlossen, also die Drehfunktion des Joysticks benutze ich gar nicht erst. Ich fuchtel hier so ein bisschen rum und hoffe, ihr könnt was sehen, weil ich sehe ja das kleine... die Kamera an der Seite sehe ich nicht. Also ich muss hoffen, dass ihr seht, was ich hier mache. So, jetzt drehe ich erstmal und suche mir einen Landeplatz. Ich habe auch jetzt den Joystick nicht komplett abgekabelt, sondern ich habe wirklich nur Pitch und Pitch und Roll habe ich praktisch übernommen. Und alle weiteren Schalter sind erstmal hier weiterhin auf dem Yoke drauf. Und vor allen Dingen habe ich auch den Quadranten noch hier an der Seite. Das heißt, ich kann jetzt sehr schlecht umgreifen. Ich kann jetzt ja erstmal eben, während wir hier in eine Position für einen Landeanflug gehen, weil das ist ja eigentlich der entscheidende Test für eine ordentliche Steuermöglichkeit, kann ich euch schon mal wesentliche Unterschiede erzählen, die mir jetzt auf Anhieb auffallen. Also zunächst mal sind die Rückstellkräfte erheblich höher. Das heißt, im Moment muss ich mit einer Hand am Joystick drücken, ne, weil ich nicht getrimmt habe. Das ist ja mein Trimmen. Also Trimmen gewinnt hier plötzlich irgendwie an Bedeutung, wenn Rückstellkräfte im Spiel sind. Muss ich denn erstmal ein bisschen Gas wegnehmen. Und was dann übrig bleibt, muss ich runter trimmen. Werde ich den Joystick gleich loslassen. Noch weiter trimmen. So, jetzt habe ich losgelassen, musste... Naja, ein bisschen hochtrimmen ist eigentlich gar nicht so wichtig. Bin doch schon verdammt hoch, ne? 3000 Fuß. Also, die Rückstellkräfte sind sehr viel höher. Ist nicht eine Wirklichkeit. Also der Yoke bewegt sich mindestens so schwer wie der Joystick, aber am Yoke ist man mit zwei Händen und hat sehr, sehr fett, fasst man da was an, also was sehr, sehr dick ist. Ein anderer Punkt ist der, man muss wirklich dann den Quadranten auf der anderen Hand haben,
als den Jog, weil man kann den Jog, den Joystick, man kann den Joystick nicht einfach mal eben loslassen und zum Gashebel greifen. Wenn die Mühle nicht vernünftig getrimmt ist, macht er gleich einen Hüpfer. Und im Landeanflug hat man vielleicht nicht immer Zeit, die Mühle so richtig schön zurechtzutrimmen. Das heißt, dann müsste ich dann in jedem Falle umbauen oder ich müsste es machen wie der A320-Pilot. Der hat den Joystick sowieso links und den Quadranten rechts. Also ich müsste praktisch mich auf links umgewöhnen. Ich würde aber wahrscheinlich eher als Rechtshänder auf Joystick rechts, Quadrant links. Also wie, praktisch wie ein Co-Pilot würde ich fliegen. Ich habe vorhin mal eben schon eine Landung gemacht. Ich glaube, das sieht man da an dieser grellgrünen Tracking-Spur auch. Und also das fühlt sich schon gut an. Ne? Also die Auflösung, die man hier am Joystick hat, die ist schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil ich in den Setups, in den Options hier, ist ja hier unter Control Sensitivity, kann man einstellen, ob er eine lineare Funktion hat, also praktisch stockgerade nach jeder Seite, links halt links, rechts halt rechts, heißt rechts und umgekehrt, oder ob er in der Mitte ganz wenig und dann wird es zum Ende hin immer mehr, also progressiv würde man das heutzutage nennen, also keine gerade zu jeder Seite, sondern so eine geschwungene Kurve, erst passiert wenig und dann passiert ganz viel. Das habe ich im Moment eingestellt, weil mir einfach hier dieser Jog, der wäre mir zu unsensibel. Ich habe zum Beispiel auch gehört, der hier hat ja 90 Grad insgesamt. Also Anschlag da bis Anschlag da. Mehr geht nicht. Und der CH Products Eclipse habe 180 Grad, wie ein echtes Flugzeug. Also schon mal sehr viel bessere Auflösung von vornherein. So, dann und nochmal dann. Also auch da gibt es Unterschiede. Headtracking ist aus. Ja, das hatten wir gestern schon, das Spielchen. Ne? Das wird die Kamera sein. Egal. Braucht man nicht unbedingt. Ja, man muss also wieder trimmen, wenn man einigermaßen bequem fliegen will, ohne Autopilot. Oder man muss in was anderes investieren. Apropos investieren. Ich habe jetzt tatsächlich investiert. Und zwar in einen Force Feedback Joystick. Und zwar den Windows Sidewinder Force Feedback 2. Die 2 ist wichtig am Ende. Na, bei eBay findet man haufenweise die Sidewinder Force Feedback. Das ist aber nicht so der Weisheit letzter Schluss. Und der Force Feedback Pro ist praktisch das. Pro 2 ist praktisch das Maß der Dinge, nach dem, was man so hört. Ja, gebraucht 100 Euro ungefähr. Da muss man schon mit leben. Also der Joystick kostet so viel wie ein Force Feedback, wie ein kompletter Yoke. Allerdings für ein Force Feedback Yoke, das fängt bei 1400 an. 1200, wenn man es bei Brunner kauft. Aber der sitzt in der Schweiz, also kommt Zoll drauf, also mindestens 1,4, eher 1,5 mit Porto und Zoll und Pipapo. Märchensteuer und Zoll halt drauf noch, ne? Ja, und der Force Feedback 2 Sidewinder Joystick, der ist für 100 Euro zu haben bei eBay, gebraucht natürlich. Neu wird er überhaupt nicht mehr hergestellt, schon seit 20 Jahren nicht mehr, glaube ich. Deswegen werden die vorhandenen Exemplare ja so teuer gehandelt. Der ist aber noch nicht da. Wenn er da ist, werde ich ihn ausprobieren und werde natürlich unvermittelt ein Video dazu machen. Jetzt teste ich erstmal hier diesen Logitech, ja, wie heißt er, irgendwas ganz toll, Pro, super, bla bla bla. Komm, zeig dich mal. Ja, also er heißt Logitech Extreme 3D Pro. Der ist gebraucht. Was habe ich bezahlt? Weiß ich, 15 Euro? Auf jeden Fall bezahlbar. Und macht den Eindruck eines guten, soliden Joysticks. Ja, ich bin also kein großer Joystick-Fachmann. Da habe ich nur wirklich keine Ahnung von. Aber er ist da und er ist halbwegs brauchbar. Jetzt werde ich meinen Landeanflug mit Joystick statt mit Jog versuchen. Ich habe das eben ja schon mal gemacht. Habe festgestellt, so ganz einfach ist das nicht. Es ist schon anders. Man muss sich umgewöhnen auf jeden Fall. Jetzt werde ich aber erstmal ein bisschen Geschwindigkeit abbauen, um die Landeklappen ausfahren zu können. Wo habe ich die noch? Da habe ich die, genau. Siehst du? Da muss man sich auch schon wieder umgewöhnen. Die Knöpfe sind woanders. Und wenn ich dauerhaft umsteige und sollte auf die Idee kommen, dass ich auf einen Jog komplett verzichten kann, dann werde ich wohl auch mir einen neuen Quadranten zulegen müssen, weil der hier hängt am Jog dran. Den kann man nicht so ohne weiteres einzeln verwenden. Und denselben gibt es ja auch nochmal mit USB-Anschluss. Kostet 50, 60 Euro so um den Dreh.
Man kann auch den hier umbauen, ne? Man muss ja diesen Würfelstecher oder was das ist, umlöten auf USB. Die Frage ist, will ich das? Weil wenn ich das hier bei eBay verkloppe, das alte Teil, dann ergibt sich da natürlich eine gewisse Preisdifferenz, wenn der Quadrant nicht dabei ist. Und vielleicht behalte ich den hier auch zur Sicherheit. Dann löte ich den um und mache mir einen Adapter, dass ich das jederzeit hin und her stecken kann zwischen USB und dem hier. Wobei, USB reicht ja eigentlich, ne? So, also ich merke, wie gesagt, die höheren Rückstellkräfte. Ich trimme jetzt mal gegen an. Ich trimme jetzt gewaltig nach unten. Jetzt lasse ich die Hand locker. Jetzt kann ich hier auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Ist das jetzt feinfühliger? Also ich merke im Moment noch die Rückstellkraft der Joystick-Feder relativ deutlich. Also ist schon schwieriger, schwerer, schwergängiger, wie auch immer. Aber sehr präzise. Also ihr seht ja, ne, hier rechts und links ist klar. Rauf und runter vor allen Dingen ist butterweich. Also da hüpft gar nichts. Wenn ich das mit dem Yoke mache, ihr seht mich ja oft genug über die Landebahn hüpfen, wie so ein Gummiball. Dann habe ich immer die Wahl zwischen oh verdammt und oh wir stürzen ab. Das ist hier sehr viel. Guckt euch das mal an hier. Wie feinfühlig das geht, ohne den üblichen Knackhüpfer. Und ich denke mal, dass diese Rückstellkraftgeschichte, dass das sich erledigt, wenn der Force-Feedback-Joystick hier ist. Denn dessen Rückstellkräfte ergeben sich ja aus dem Fahrtwind. Na, so ein Flugzeug hat ja keine Rückstellkräfte, sondern das hat nur Fahrtwind. Wenn das Ding auf der Parkposition steht, dann hängen die Flappen einfach durch nach hinten. Und erst vom Fahrtwind, vom Propellerwind, wie auch immer, werden die praktisch angehoben. Und demzufolge gibt es auch hier also auch keine vorprogrammierte Mittelstellung beim Force-Feedback-Joystick, sondern die Mittelstellung ergibt sich aus dem Trim. Und die ist dann auch wahrscheinlich sehr viel weicher als das hier. Der Force Feedback 2 Joystick hat übrigens auch einen Stromanschluss. Das heißt, die Motoren werden einigermaßen kräftig sein. So ähnlich wie das Ford Feedback Steuerrad ja auch also einen Stromanschluss für die Steckdose hat, weil die Motoren haben ganz schön Bups. Also da passiert was. Beim Joystick habe ich es noch nicht probiert. Ich habe ihn noch nicht. So, und was jetzt passiert, müsst ihr einfach mal mit meinen sonstigen Landungen vergleichen. Um wenigstens optisch einen gewissen Vergleich zu haben. Ja, ich merke auch hier sehr deutlich die Rückstellkraft zur Mitte hin. Füße auf die Pedale, das vergisst man schnell, weil das noch nicht gewohnt ist. Jetzt muss ich es wirklich ein bisschen nach unten drücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder nach unten trimmen. Hier war noch drin, ne? Ja, jetzt trimme ich mal nach unten. So. Ich will doch gar nicht aufsetzen. Ich will diese Feinheit der ganzen Geschichte so ein bisschen spüren. Ja, da war der Hüpfer, ne? Zu schnell gelandet. Gas raus. Hoffen, dass die Mühle unten bleibt. Okay. Das Gehüpfe jetzt kann man nicht dem Joystick anlasten. Das ist meine eigene Unfähigkeit und vor allem, ich bin es noch nicht gewohnt. Die Rückstellkräfte sind hoch bei diesem Joystick. Wie gesagt, ich kann es eigentlich nicht wirklich vergleichen. Beim Bremse treten, ne, wenn man schon mal da ist. Ja. Und nun, ach ja, Head-Tracking funktioniert ja nicht, also schalten wir es ab. Schalten wir den auch mal ab. So, das Gesumme können wir eigentlich auch abschalten, ne? Ja, und nun, Fazit. Also ohne dieses YouTube-Video, das ich gesehen habe, wäre ich nie auf diese frevlerische Idee gekommen, eine Cessna mit Joystick zu fliegen, weil wir fliegen ja schließlich Simulatoren und keine Spiele. Aber solange ein guter Joystick leicht 1000 Euro kosten kann, und zwar schon ohne Feedback, bin ich in Versuchung, wirklich auf Joystick umzusteigen, zumindest für eine Probephase. Ich habe ja beides hier. Wenn der Force Feedback
Back-Joystick ist, werde ich mir da auch nochmal einen Kopf drum machen müssen. Das ändert die Situation ja nochmal. Aber im Großen und Ganzen, es fühlt sich relativ gut an. Tja, das wird noch eine schwierige Entscheidung werden. Ich sehe das schon. Ich werde jetzt die nächsten Flüge, die werde ich wohl machen mit Joystick. Wirklich, um es mal einfach auszuprobieren. Ich muss trimmen. Das habe ich häufig hier beim Yoke habe ich mir das geschenkt, weil die Rückstellkräfte sind so gering, beziehungsweise mit zwei Händen. Da kann man den auch mal ein Weilchen einfach so halten oder so. Aber wenn ich jetzt schon merke, Druck drauf geben, in eine Kurve drehen und jetzt Pitch mit einer Hand. Das ruckelt. Ihr könnt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ruckelt wirklich. Das hat mir damit zu tun, hier an der Seite ist eine Rille, eine Kante. Boah, habe ich das eingefettet. Eine Kante. Und da greift innen eine riesen Feder rein. Das heißt, sobald ich in irgendeine Richtung drehe, hängt die Feder da drin und packt zu. Und dann soll in diesem, ja, in diesem Schlitz entlang läuft dann praktisch der restliche Kram, der auch wieder zurückgefedert werden will. Und da sind die Rückstellkräfte und das Kratzen, da ist also nichts poliert drin, ganz offensichtlich. Was man ja auch händisch selber mal machen könnte. Ja, also es ist eine Entscheidungsfindung, die noch ein bisschen brauchen wird. Ja, den Joystick nochmal zeigen, den ich hier verwende, ne? Also auch mit den ganzen Knöpfen. Knöpfe hat er genug. Hat mehr Knöpfe, als ich brauche. Der Joke hat mehr Knöpfe, als ich brauche. Vor allem, weil ich ja hier mein Switchboard hier gebastelt habe. Und im Grunde kann man sich eine zweite Tastatur anschließen und die dann auch noch mit Knöpfen belegen. Und ich habe jetzt irgendwo gesehen, man könne. Es gibt ein Plugin, mit dem man mehrere Tastaturen verwalten kann. Ich glaube, das so verstanden zu haben, dass man zwei Tastaturen hat und die dann unterschiedlich belegen kann. Dass man praktisch eine Tastatur komplett anders belegt als die andere. Dann hätte man eine komplette Tastatur nur mit Knöpfen für X-Plane. Und das wäre, glaube ich, die billigste Möglichkeit, an ganz, ganz viele, am besten auch noch beleuchtete Knöpfe zu kommen, die man sich vorstellen kann. Ja, da werde ich auch mal drüber nachdenken müssen, ne? Oder so einen zusätzlichen Zifferblock an der Seite gibt es jetzt mit USB zum Anstöpseln und so. Mal gucken. Ja, ihr merkt, ich mache mir da echt einen Kopf drum, ne? Das ist halt eine Entscheidung vom System her. Wenn ich jetzt tatsächlich auf Joystick komplett umsteigen sollte, dann hätte ich da auch noch Force Feedback mit drin. Man muss sich vorstellen, Force Feedback Joystick 100 Euro, Force Feedback Yoke 1.500 Euro. Da liegen gewisse Unterschiede. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel andere Yokes auszuprobieren. Man geht ja nicht zur Satan Hansa und sagt: Schönen guten Tag, zeigen Sie mir Ihre 20 Yokes, die probiere ich jetzt mal. Sondern man muss froh sein, wenn Sie einen da haben. Und zwar einen Logitech. Und dann haben sie meistens auch wirklich nur den einen, ne? Irgendwie so ein Lagerbestand von 20 Stück ist, glaube ich, eher selten. Vielleicht haben sie ja noch den CH Products da, aber dann wahrscheinlich schon nicht mehr den Eclipse, weil der ist um die 100 Euro teurer. Ich glaube, der kostet 230 Euro. Tja, und irgendwie so Connections in der Umgebung, die irgendwie so 500 Euro Yokes fliegen. Ja, auch 500 Euro Yoke. Für einen 500-Euro-Yoke könnte ich mir zwei weitere Monitore kaufen und die hier rechts und links daneben stellen, dass ich praktisch vom Thema Headtracking komplett weg bin. Klammer auf, was übrigens wahrscheinlich ohnehin passieren wird. Ja, also es ist für die Videos natürlich schlecht, hier drei Monitore, weil ihr seht immer nur den und Headtracking ist da nicht mehr oder so. Ja, das tut mir dann leid für euch, aber nicht weh. Aber ich vermute mal, es wird in die Richtung gehen. Nicht, weil das Headtracking jetzt gerade nicht besonders gut klappt, das ist nicht so schlimm, sondern weil einfach für mich selber auch diese Immersion besser ist, wenn ich aus den Augenwinkeln einfach gucken kann. Ne? Das ist besser als einer. Monitore kosten wieder Geld, ich muss hier natürlich umbauen wie wild, weil, ne, passt ja sonst alles nicht hier. Schauen wir mal. Aber das ist Thema für ein anderes Video. Wie gesagt, ich mache mir hier echt einen Kopf drum, ne? Yoke oder Joystick. Ideal wäre natürlich Force Feed Yoke. Für 1.500 Euro wäre natürlich am besten, aber finanziell der Irrwitz. Abgesehen davon, wenn ich Airbus fliege und ich glaube, die neueren 737 haben das inzwischen auch, die haben alle inzwischen wieder Joysticks, die haben gar keinen Yoke. Tja, ich fliege allerdings zugegebenermaßen sehr gerne mit Yoke. Ich finde den Yoke sehr angenehm.
als so ergonomisch gesehen finde ich ihn toll. Und im Gegensatz zu einem Airline-Piloten muss ich dann nicht 8 Stunden davor sitzen und jedes Mal, wenn ich was essen will, muss ich das irgendwie jonglieren. Sondern so ein Airline-Pilot, der findet das toll. Der braucht ja überhaupt nur eine Steuereinheit für Start und Landung und ansonsten fliegt der Computer sowieso in die Mühle. Ja, also man fliegt den vorne mit der Brücke vom Autopiloten, mit den Einstellungen, mit der FCU. Und den Joystick starten und landen fürs Eingreifen. Tja. Ist aber für mich kein Gesichtspunkt. Für mich zählt nur, oh, da flog was vorbei. Für mich zählt eigentlich nur das, was ich hier für Spaß am Fliegen habe. Jetzt warte ich ein paar Tage. Könnte eine Woche dauern, schätze ich mal. Ist ja von privat. Und bis der Force Feedback Dingsbums da ist. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, bis dahin mache ich es mir hier irgendwie ein bisschen bequemer mit dem Joystick. Die muss ich jetzt hier irgendwie so einbauen, dass ich so entspannt hier damit rumliegen kann. Und dann werden wir sehen. Und Klammer auf, ich muss zugeben, wenn ich so am Fliegen bin, die meisten Strecken fliegt bei mir auch der Autopilot. Also von daher, schauen wir mal. Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Ihr seht mich tief in Gedanken versunken. Ich werde die nächsten Tage sicherlich irgendwie vor mich hingrübeln und Testfliegen. Ja, und dann wünsche ich euch frohe Verrichtung und seid beim nächsten Geflieche wieder dabei.